Weißt du, was wir mal machen sollten? Einfach mal hoch nach Sylt. Verlängertes Wochenende. Nur wir beide. Oh, das wird so gut klingen. Mhm. Und was willst du deiner Frau erzählen? Irgendwas, Pressetermin, ich bin kreativ, weißt du doch. Oder am Gardasee. In dem kleines Ferienhäuschen. Wir liegen draußen in das. Oh, scheiße, Sonja, zieh dich an. Schnell, schnell. Hi! Du bist ja schon da. Cool. Du, ich bin gerade mit Charlotte mal die Cover Designs durchgegangen. Schau mal. Das ist cool, oder? Wir haben uns für das hier entschieden. Aber ich muss jetzt dann auch schon los. Ich ja. Wir sehen uns ja dann morgen. Genau, ja? Bis dann. Ciao. Ciao. Warte, Schatz, das ist. Ich muss erstmal unter die Dusche. Ich bin wahnsinnig geschwitzt. Ich habe gerade trainiert, als Charlotte gekommen ist. Wir reden dann gleich über die Cover Designs. Trainiert? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Streifen nicht um so einen Ehekrach kümmern. Ach komm, jetzt war mal in der Nähe, ist doch egal. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich dieser Star-Koch ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich kann einfach nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Ja, ist das jetzt meine Schuld oder was? Ich bin Mann, ich habe Bedürfnisse und wie kann ich aber... Machen Sie bitte mal auf, Polizei. Ich schau dich noch mal an. Was ist los? Kripo, Rietz Ritter. Hat die Alte von nebenan Sie gerufen, oder was? Dürfen wir mal reinkommen? Hier, deine Busenfreundin hat die Polizei alarmiert. Bist du jetzt zufrieden? Kann ich jetzt was dafür? Beruhigen Sie sich jetzt bitte. Dürfen wir reinkommen und können Sie uns da mal erzählen, was hier los ist? Gerne. Kommen Sie. Was ist das? Ist alles okay bei Ihnen? Wir hatten ja bloß einen kleinen Krach. Ich meine, das passiert schon mal. Stimmt's, Schatz? Das klang aber trotzdem ziemlich heftig. Ja, wir sind ja beide sehr temperamentvoll. Nicht? Das ist alles. Ja, stimmt das, Frau Streich? Na, willst du hier antworten oder noch eine Praline essen? Waren ja erst zwei Schachteln heute. Können Sie mal aufhören damit? Entschuldigung, wenn ich darauf anspreche, aber ich habe Sie wiedererkannt. Meine Freundin hat ihre Bücher. Diese Reihe mit den Kalorienbomben und Kalorienzählern, die ist echt super. Ja, wir sind große Fans von ihr. Ja. Toll. Sorry, dass ich mich so auf dem falschen Fuß erwischt habe. Normalerweise ist das hier alles total entspannt. Kein Problem. Ja. Könnte ich mir vielleicht trotzdem mal die Küche von dem Profikoch anschauen? Das wäre echt super. Ja klar, kein Problem. Ja. Kommen Sie mal mit. Frau Streich, Sie dürfen sich das nicht gefallen lassen. Naja, ist ja nicht immer so. Ist Ihr Mann schon mal handgreiflich geworden? Nein, er tut mir nichts, ist alles in Ordnung, er braucht mich ja. Wie meinen Sie das? Naja, weil ich ja seine Managerin auch bin für die Verlagsgeschichten von Kochbücher und so. Ging es bei Ihrem Streit denn gerade ums Geschäft? Nein, ich wollte nur wissen, warum er mit mir nicht mehr... Naja, ich will eigentlich gar nicht darüber sprechen. Frau Streich, wenn noch irgendwas sein sollte, Sie können mich jederzeit anrufen. Egal wann. Dieser Erik Streich geht echt gar nicht. Star-Koch hin oder her, der seine Frau behandelt, das geht gar nicht. Ja, endlich sagt sowas auch mal ein Mann. Da merkt man halt, dass du einfach ja, viel weiter bist als die ganzen Jungs von der Polizeischule. Wir leben im 21. Jahrhundert. Also die Kochbücher verlieren. Ich schmeiße die Damen in die Tonne. Wenn du so viele Kochbücher hast, kochst du danach gern? Also am liebsten esse ich gern. Ich koche viel lieber, als ich esse. Was ist so dein Lieblingsgericht? Leute. Wenn ihr euch über Kochrezepte austauschen wollt, dann könnt ihr das gerne in eurer Freizeit tun. Das gilt auch für Praktikanten, ja? Anja Streich ist tot aufgefunden worden. Gestern waren wir noch hier. Dazu noch gesagt, alles ist in Ordnung. Ja, kannst du ja nicht hellsehen, Alex. Ja, ich weiß. Was kannst du denn schon sagen, Doc? Ich schätze den Todeszeitpunkt auf gestern Abend zwischen 20 und 22 Uhr etwa. Und die Todesursache? Die Kopfverletzung? Möglich. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Sieht nach einem schlagstumpfen Gegenstand aus. Die Spurensicherung hat aber noch keine entsprechende Tatwaffe gefunden. Oh. Kollegen,
Nehmt ihr euch die Gläser hier mal vor? Ich habe mit der Nachbarin gesprochen. Die war mit Frau Streich zum Mittagessen verabredet. Als sie nicht aufgemacht hatte, ist sie ums Haus gelaufen und hat sich durchs Fenster gesehen. Hm. Wusste die Nachbarin denn auch, wo ihr Mann ist? Nee. Aber die ist sich ziemlich sicher, dass er was damit zu tun hat. Ja, der Mann ist auf jeden Fall verdächtig. Wir müssen rauskriegen, wo der ist. Wir brauchen seine Nummer. Wir sollten sein Handy orten lassen. Sag mal, haben wir das Handy der Toten hier? Ah, wunderbar. Ja, hier. Sie hat zuletzt ihren Mann angerufen. Das ist hier. Komisch. Ich gehe nicht ohne Handy aus dem Haus. Es sei denn, du hast es eilig. Anscheinend haben die schon in getrennten Schlafzimmern geschlafen. Ja, dass es bei denen nicht mehr läuft, wussten wir doch. Lass mich mal gucken, Alex. Also Erik Streich war anscheinend nicht immer so schlank. Das Foto scheint gar nicht so alt zu sein. Wahrscheinlich war er in der letzten Zeit öfter im Fitnessstudio, hat zu Hause trainiert. Der hat sein Handy hier gelassen, das Notebook liegt noch hier. Der muss fluchtartig das Haus verlassen haben. Ich möchte mal wissen, warum. Das Notebook nehmen wir auf jeden Fall mal mit, das sollen sich die Kollegen angucken. Wurde. Was jetzt genau? Die Kostenübernahme für das Hotel. Die kam heute früh rein. Welches Hotel war denn das? Erik, bist du das? Mit dem müssen wir auf jeden Fall reden. Ich rufe den mal zurück. Handy ist aus, keine Mailbox. Ja, dann müssen wir die Nummer checken lassen. Das kann doch kein Zufall sein. Ein paar Stunden, nachdem Frau Streich einen tierischen Stress mit ihrem Mann hatte, ist sie tot. Und der ist auf einmal abgehauen. In irgendeinem Hotel eingecheckt. Hoffentlich nicht auf Mauritius oder so. Ja, das ist ein Kennzeichen. Herr Brunner? Wir sind von der Kripo. Rietz, mein Kollege, Herr Ritter. Wir haben telefoniert. Sie waren das? Ich hätte schon gedacht, dass das nicht Eriks Stimme war. Was sollte denn das Ganze? Und wieso haben Sie überhaupt Eriks Handy? Haben Sie eine Ahnung, wo sich Herr Streich zurzeit aufhält? Jetzt zeigen Sie mir doch bitte erstmal Ihre Dienstausweise. Und dann möchte ich wissen, warum Sie Erik suchen. Das können wir Ihnen sagen. Seine Frau ist heute tot aufgefunden worden. Anja ist tot? Ja. Wie gut kannten Sie Frau Streich denn? Sie war Eriks Managerin. Sie hat die Verträge zwischen ihrem Mann und meinem Verlag ausgehandelt. Die Verhandlungen für dich meistens selbst oder meine Vertretung, Frau Fink. Was ist denn um Himmels Willen passiert? Genau können wir das auch noch nicht sagen. Aber natürlicher Tod war das nicht. Wann haben Sie Frau Streich denn das letzte Mal gesehen? Da muss ich nachdenken. Vorgestern. Da waren Erik, Anja und ich gemeinsam Mittagessen. Wo waren Sie gestern Abend? Zwischen 20 und 22 Uhr? Was? Wieso? Das sind reine Routinefragen. Ich war im Verlag. Tut mir leid. Aber das alles trifft mich wie ein Schlag. Wissen Sie, Anja und Erik sind mehr als nur Klienten für mich. Wir sind Freunde. Und jetzt glauben Sie, Erik hat... Wir glauben gar nichts. Wir möchten nur mit Herrn Streich sprechen. Der hat Ihnen eine Kostenübernahme für ein Hotel rübergefaxt. Was für ein Hotel war denn das? Hotel am Wachturm. In der Schreiberstraße. Hier in der Stadt. Da werden wir wohl stören müssen. Herr Streich, machen Sie die Tür auf. Was ist denn los jetzt schon? Ach komm, ich schon wieder, sie ist doch nicht Ihr Ernst. Am besten, die beiden ziehen sich mal was an. Na los! Ach,